Heyo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pottermore. Ich habe gerade eben festgestellt, dass ich ein neues Abzeichen bekommen habe, und zwar Scharlachrote Dampflok. Wo ist das andere Abzeichen hin? Es ist weg. Bringe Kapitel 6 von Harry Potter und den Stein der Weisen zu Ende. Abreise von Gleis 9 Dreiviertel. Cool. Habe ich getan. Das nächste Abzeichen wird Kundschafter sein. Erkunde jeden Moment in Harry Potter und der Stein der Weisen. Cool. Also ich wusste gar nicht, dass es jetzt mittlerweile Abzeichen und sowas gibt. Ich kann mir ja auch mal ganz kurz angucken. Mittlerweile habe ich 17 Hauspunkte gesammelt. Handlung. Ach so, ja, das ist das Abzeichen. Okay. Ich habe eine Zutat gesammelt. Ach, der Morgentau. Genau, das ist mein Zaubertränke-Zutatenregal. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas. Oh. Wenn man es nicht schafft, einen Zaubertrank zu brauen, werden einem Hauspunkte abgezogen. Das ist aber hart. Warum man es eventuell nicht schafft, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, ich wollte in dieser Folge ja sowieso auf das Zaubertrankbrauen eingehen. Und Kessel müsste ich doch eigentlich auch einen haben, oder nicht? Habe ich noch keinen Kessel gekauft? Ich glaube, ich habe noch keinen Kessel gekauft. Tatsache, ich habe noch gar keinen Kessel. Also ich muss die anderen Sachen jetzt im besten Fall auch noch kaufen. Und dann würde ich sagen, gehe ich mir jetzt direkt mal einen Kessel holen. 550 Galeonen habe ich, seht ihr? Okay, Kessel, Zinn, Normgröße 2. Den werde ich mir jetzt holen für 15 Galeonen. Jawohl, du warst beim Kauf erfolgreich. So, die ganzen Bücher brauche ich im Prinzip noch nicht. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, dass ich es in den Zaubertrankunterricht schaffe. Error. Sehr gut. Ich möchte aber Potions. Okay. Probieren wir das anders. Das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Ich weiß nicht, was im Moment mit Pottermore los ist. Irgendwie scheint das Ganze ein bisschen verbuggt zu sein im Moment. Hat es nicht geschafft, Schlafelixier zu brauen. Hat Asseln gesammelt. Nee, okay, also das Zaubertränkebrauen scheint im Moment nicht zu funktionieren. Tut mir echt leid. Deswegen, ja, finde ich ein bisschen schade. Oder ich habe noch keine Zutaten. Ich gehe erstmal zu Flourish and Plots und gucke mal, dass ich mir hier noch meine ganzen. Im Prinzip braucht man für das erste Jahr hier diese komplette erste Seite. Das heißt, diese Bücher werde ich mir jetzt alle mal so nach und nach holen. Verwandlung für Anfänger. Zack. So, Zaubertränke und Zauberbräu. Ach, vielleicht muss ich das auch noch haben. Okay, also wie gesagt, ich hole mir jetzt einfach erstmal die ganzen Bücher. So eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, warum das Ganze im Moment nicht funktioniert. Es scheint wirklich ein bisschen verbuggt zu sein, beziehungsweise die Seite scheint ein paar Probleme zu haben. Finde ich gerade ein bisschen schade, aber kann man ja nichts anderes machen. Geschichte der Zauberei. Eine präzise, besinnliche und aufschlussreiche Geschichte unserer Welt. Leider kann man diese Bücher nicht lesen. Also es gibt, man kann sie sich zwar anschauen, aber man kann tatsächlich nicht in die Bücher reingucken, was ich persönlich ein bisschen schade fand, weil ich mir die doch wahnsinnig gerne auch mal angeguckt hätte und vor allem zu so Sachen wie 1000 Zauberkräuter und Pilze und sowas. Weg mit dem Driss hier. Da hätte ich wirklich gerne mal reingeschaut oder auch in dieses magische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Klassische Tierwesen und wo sie zu finden sind, so. Finde ich halt wahnsinnig interessant. Jetzt müsste ich eigentlich alle Dinge haben. Genau, deswegen ist die Liste jetzt nämlich auch weg. Und Tagesprophet. Oha, was das dann? Eröffnungszeremonie. Ach so, das sind bestimmt so besondere Ereignisse, oder? Die hier irgendwie stattgefunden haben. Ist zumindest so das Einzige, was ich mir da
vorstellen kann drunter. Ich habe 18 Gegenstände einfach. Zaubertränke. Du hast noch keinen Lieblingszaubertränk. Ich kann mir Lieblingszaubertränke angucken. Du kannst deine Lieblingszaubertränke speichern, indem du auf zu Favoriten hinzufügen klickst, sobald du sie in der Geschichte entdeckst. Du kannst dann jederzeit wiederkommen, um über diese Zaubertränke zu lesen. Oh, das ist interessant. Orte, Wesen, Figuren. Ich kann da wahrscheinlich alles so zu meinen Favorites hinzufügen. Spiele. Braue hintereinander und erfolgreich zwei Tränke aus dem Buch der Zaubertränke. Okay, das sind wahrscheinlich auch nochmal Abzeichen, die ich sammeln kann. Jetzt habe ich tatsächlich endlich mal Zeit, euch ein bisschen was zu zeigen und dann funktioniert es einfach nicht. Mann. Gebraut. Würde ich ja gerne. Geht aber nicht. Das ist nicht geschafft, Gegenmittel zu gängigen Giften zu brauen. Das ist nicht geschafft, das ist nicht geschafft, das ist nicht geschafft, das ist nicht geschafft. Schafft man das auch irgendwann mal? Das ist ja Wahnsinn. Soll ich versuchen noch einmal? Jetzt. Okay, jetzt funktioniert es. Wahrscheinlich ist das einfach gewesen, weil ich die Bücher noch nicht hatte. Beziehungsweise weil, ja, ich wahrscheinlich noch nicht alles zusammen hatte. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es hier die Zaubertrankseite von Arsenius Bunsen. Vom Bunsenbrenner, wie gut. Für einfache Gebräue bist du hier richtig. Sobald du die richtigen Zutaten hast, kannst du diese Zaubertränke brauen. Erfolgreich gebraute Zaubertränke kannst du deinen Freunden als Geschenk geben und du wirst außerdem auch Hauspunkte für deine Bemühungen bekommen. Für schlecht gebraute Zaubertränke wirst du auch Hauspunkte verlieren, also befolge die Anleitung genau. Bevor du einen echten Zaubertrank herstellst, kannst du üben und einen Heiltrank für Furunkel brauen, für den du weder Hauspunkte gewinnst noch verlieren wirst. Das finde ich sehr gut, weil ich auch schon Ewigkeiten keinen Zaubertrank mehr gebraut habe und deswegen gerne hier üben würde. Normalerweise braucht man für alle Zaubertränke hier jeweils drei gängige Zutaten, die ich jetzt hier allerdings noch nicht besitze. Das Einzige, was ich besitze, ist der Morgentau, den ich aber offensichtlich nicht für einen dieser Zaubertränke brauche. Dann muss ich die normalerweise in der Apotheke erst kaufen. Wenn ich alle drei Zutaten für einen bestimmten Zaubertrank zusammen habe, kann ich diesen brauen. Allerdings habe ich nur eine einzige Möglichkeit. Wenn ich die ganzen Zutaten nur einmal habe, kann ich einmal versuchen, den Zaubertrank zu brauen, weil ich dafür ja natürlich die Zutaten brauche. Wenn mir das misslingt, muss ich die Zutaten neu kaufen, um es nochmal zu versuchen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man das hier üben kann. Dann versuchen wir mal, einen Zaubertrank zu brauen. Hier habt ihr direkt eine Brauanleitung, die euch zeigt, wie das Ganze gemacht wird. Du musst die Brauanleitung in der richtigen Reihenfolge und innerhalb des Zeitlimits befolgen. Die Brauanleitung steht immer hier in Form eines Buchs. Und da steht auch genau drin, was ihr machen müsst. Also am besten 50 Mal, wenn es sein muss, in dieses Buch reingucken. Es gibt kein Limit. Ihr könnt jederzeit da reingucken und könnt nochmal nachschauen, was ihr als nächstes machen müsst. Dann Zutaten zerstoßen. Zum Zerstoßen der Zutaten gib die nötige Menge in den Mörser, hier. Behalte das Zählwerk genau im Auge, um sicherzustellen, dass du die richtige Menge genommen hast. Das sieht man immer hier oben. Und klicke auf den Stößel, bis die Anzeige grün wird. Okay. Erhitze deinen Zaubertrank. Um deinen Zaubertrank zu erhitzen, musst du einmal auf die Temperaturkontrolle unter dem Kessel klicken. Der rote Knopf erzeugt die stärkste Flamme und sorgt dafür, dass der Zaubertrank schnell heiß wird. Der orange Knopf erzeugt eine kleinere Flamme und einen langsameren Temperaturanstieg. Der blaue Knopf löscht die Flamme aus und bringt die Temperatur zum Sinken. Um deinen Zaubertrank richtig zu erhitzen, musst du die Temperatur so lange wie nötig zwischen den beiden Anzeigen halten. Okay. Also, ist eigentlich selbsterklärend. Rühre deinen Zauberstab um. Um deinen Zaubertrank umzurühren, musst du auf den Löffel klicken, ihn halten und entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn rühren, bis du die Anzahl der vollen Umdrehungen erreicht hast, die in der Brauanleitung angegeben sind. Zählwerk im Auge behalten. Schwinge deinen Zauberstab. Der letzte Schritt beim Brauen eines jeden Zaubertranks besteht darin, deinen Zauberstab zu schwingen. Ziehe deinen Zauberstab zum Kessel und lasse ihn los, um deinen Zaubertrank fertig zu brauen. Ja, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. So, das ist unsere Zaubertrankanleitung. Und
Was wir brauchen, sind Wellhornschnecken, Stachelschweinstacheln und Giftzähne von Schlangen. Das erste, was wir brauchen, sind 6 Giftzähne von Schlangen, die wir in den Mörser tun und mit dem Stößel zu einem feinen Pulver zerstoßen müssen. In Ordnung, dann werde ich das doch direkt mal tun. Los geht's. Eigentlich gibt es ja doch auch Ton, oder nicht? Kein Ton? Okay, anscheinend nicht. 6 Stück waren das. Zack. So, und dann jetzt muss man hier so oft drauf drücken, bis das die Anzeige da oben hier im grünen Bereich ist. So, jetzt muss ich, ach, das wird immer direkt durchgestrichen, wenn ihr es geschafft habt, 4 Einheiten von den zerstoßenen Giftzähnen in den Kessel geben. 4 Einheiten. 1, 2, 3 und 4. 10 Sekunden bei großer Flamme erhitzen. Danach den Zauberstab schwingen. Okay. Los geht's. Dann brutzelt es hier jetzt gleich vor sich hin. Ja. Muss ich gucken, dass er nicht zu heiß wird. 2, 1, fertig. So, zum Schluss den Zauberstab schwingen. Oh. Hä? Moment mal, ich musste doch danach den Zauberstab schwingen. Ach, das ist doch nervig. Ja, ich kenne das, danke. So, probieren wir das Ganze einfach nochmal. 3, 6. Also ich weiß, dass man danach einfach nur den Zauberstab schwingen muss. Vielleicht habe ich es einfach falsch gemacht, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4. Auf großer Flamme 10 Sekunden erhitzen. Und danach den Zauberstab schwingen. So, oder? Genau, schwinge deinen Zauberstab. Huch. Ich verstehe es nicht. Warum funktioniert das nicht? Oder muss ich den Zauberstab so lange halten, bis hier was angezeigt wird? Das kann natürlich auch sein. Okay, dann probiere ich es einfach nochmal. Alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt. Es muss doch mal möglich sein, da die Stadt hier schaffe, Mensch. 1. Ups. Hey, gib mir die. 2, 3 und 4. Und erhitzen. Ich kenne den Zaubertrank bald auswendig einfach. So. Gut. Nee, also ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, das 20.000 Mal durchzugehen. Ich kann das Ganze gerne mal mit einem anderen Zaubertrank versuchen. Wartet kurz. 5 Minuten habe ich noch. Ich probiere es einfach mal mit einem anderen. Ich habe keine Ahnung, wie leicht oder wie schwer die sind. Aber ich würde das jetzt gerne mal mit einem versuchen, auch wenn ich dann Hauspunkte verliere, das ist mir dann egal. Aber ich wüsste ganz gerne mal, ob das bei anderen jetzt auch so ist, dass man das irgendwie hier nicht... Einhornhorn. Hui. Coole Sache. Okay, dann probiere ich jetzt mal, diesen Zaubertrank zu brauen hier. Schlimme ist, es geht natürlich auch immer nach Zeit. Wirkt als Mittel gegen Gifte. Sehr schön. Los geht's. Diese Zutaten werden aus deiner Sammlung genommen, damit du diesen Zaubertrank machen kannst. Vergiss nicht, dass du dich mit den Galeonen, die du bekommst und sammelst, in der Winkelgasse mit Zutaten eindecken kannst. Natürlich, gar kein Problem. Ein Bezoar, einmal Mistelbeeren und ein Einhornhorn, Standardzutat. Gib ein Bezoar in den Mörser, mit dem Stößel zu einem sehr feinen Pulver zerstoßen. Gib 4 Einheiten zermahlenen Bezoar in deinen Kessel. Gut, das kriegen wir doch schon mal hin. Wo ist denn der Bezoar? Da. Einen muss ich noch rein, ne? Ja,
Mit dem Stößel zu einem sehr feinen Pulver. Gut. Wie viele Einheiten? Das sind 4 Einheiten, die ich da reingeben muss. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Gib 2 Einheiten von der Standardzutat in deinen Kessel. Das müsste die hier sein. Eins, zwei. 5 Sekunden lang auf mittlerer Temperatur erhitzen. Mal das erstmal so. Zack, 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 zack. Hier oben seht ihr auch, dass eine Zeit läuft. Okay. Schwinge deinen Zauberstab. Vier, drei. Gegenmittel zu gängigen Giften braut nun. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, warum es bei dem anderen nicht funktioniert hat, aber jetzt, meine Freunde, braut er. Jetzt muss ich nur gucken, das ist nämlich das, was ein bisschen tricky ist an diesen Zaubertränken. Teste in Kürze diesen Zaubertrank, damit du siehst, ob er gelungen ist. Vielleicht willst du in der Zwischenzeit nachsehen, welche anderen Zaubertränke du brauen kannst oder Zutaten in der Winkelgasse besorgen. Ich muss jetzt also später einfach nur hierhin wieder zurückkommen. Der ist jetzt bei 3%. Wenn er auf 100% ist, dann muss ich wiederkommen. Das heißt, ich muss das so ein bisschen abtimen. Und, ach nee, hier sehe ich das, okay? Und dann würde ich sagen, unterbreche ich die Folge ganz kurz und wir schauen uns das nachher einfach an. Bis dahin, ciao! Ja, hey ho zusammen und weiter geht es. Wir sind bei 100%, jetzt steht hier dieser Zaubertrank bedarf deiner Aufmerksamkeit. Fertig, klicke weiter, um fortzufahren. Das heißt, der Zaubertrank hat jetzt fertig geköchelt und wir können weitermachen. Weiter geht es mit. Gib eine Prise Einhornhörner in deinen Kessel. Ich hoffe, die sind schon vorge. Okay. Zweimal im Uhrzeigersinn umrühren. Im Uhrzeigersinn ist so rum. Einmal, zweimal. Gib 2 Mistelbeeren in deinen Kessel. Eine, zwei, oh, ups. Zweimal gegen den Uhrzeigersinn umrühren. Einmal, zweimal. Ups, so, zweimal. Nein. Okay, wartet. Einmal, zweimal. Okay. Schwinge deinen Zauberstab, um den Zaubertrank fertigzustellen. Hallo? Fertig? Gratuliere! Geil! Du hast Gegenmittel zu gängigen Giften erfolgreich gebraut und 25 Hauspunkte für deine Leistung erhalten. Dieser Zaubertrank wurde zu deiner Zaubertranksammlung hinzugefügt, wo du ihn entweder behalten oder ihn an einen Freund oder eine Freundin schicken kannst. Juhu! Sehr cool. Jetzt seht ihr diesen blauen Rauch im Hintergrund. Das heißt tatsächlich, ich habe es geschafft. Diesen Zaubertrank zu brauen. Oh, ich bin voll stolz auf mich. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich. Oh. Ach, ich habe die noch. Cool. Es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich einen komplett Zaubertrank, also so richtig, richtig gebraut habe. Ich habe 42 Hauspunkte. Ja, finde ich sehr cool. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, denn ich habe damit jetzt schon ziemlich überzogen. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Zaubertränke gebraut habt und ob es bei euch funktioniert hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Moment mal, 72 Zutaten? What the fuck? Ich habe einfach 54 Einhornhörner und 19 Mistelbeeren. Holy shit.